Moin Leute, willkommen zurück zu Day of the Tentacle. Tentacruel. So, dann müssen wir jetzt ein sehr, sehr übel gelauntes Tentakel... Nutzloses Papiergewicht vernichten! ...überwältigen. Einfach hier drücken. Aha! Oh oh. Nimm das! Und das! Ich halte das für sehr dämlich. Mist! Dieser Schrumpfstrahler ist jetzt nicht wirklich das Beste, was jemals auf dem Markt rausgekommen ist. Können wir in den Bonbonautomaten reinklettern? In diesem fluoreszierenden Licht sehen die Bonbons echt lecker aus. Aha! Oh oh. Nimm das! Mist! Nutzloses Papiergewicht vernichtet! Okay, können wir hier drauf warten, dass wir größer werden? Hallo. Oder müssen wir... Oh, eine Beobachtungskamera. Hallo da oben. Hallo da oben. Benutze? Besser nicht. Schade. Ich glaube, ich habe mit sehr vielen Dingen hier in diesem Let's Play leider nicht interagiert. Ich habe eigentlich versucht, alles zu machen, aber... Aha! Siehst du, der Zufall manchmal so will. Nimm das! Klappt das nicht immer. Oh. Und das! Mist! Jetzt haben wir zumindest die Tür da mal auf. Ich glaube, dann können wir wenn da mal ein bisschen Wenn es im Laden nur bessere Batterien gäbe. So, hier rein. Siehste, können wir die Tür zumachen? Wir sind zu klein. Schade, aber wir passen auch bestimmt durch das Mauseloch durch. Na, siehste mal. Und jetzt? Ah, ich habe eine Idee. Besser nicht. Können wir mal ein bisschen den Swag aufnehmen? Keine Zeit dafür. Wieso nicht? Musik anmachen. Wow, das ist laut. So muss das. Und was haben wir hier noch? Können wir die Bowlingkugel mitnehmen? Stimmt. Nett. Nette Bowlingkugel. Geil. Nett. Und damit können wir jetzt richtig den Swag aufdrehen. Hey! Wo ist der hin? Gute Frage. Ab nach oben. Moin! Und den Hamster nehmen wir auch noch mit. Wir können nicht mit dem Hamster interagieren. Was ein Blödsinn. Okay, ich speichere mal an dieser Stelle. Damit wir später hier Männchen spielen können. Diese Tür ist wohl verriegelt. Schade. Ihr wollt mir doch nur nicht zeigen, was es da so gibt. Ich will da rein. Diese Tür ist wohl verriegelt. Schade. Immer diese Endgame-Sachen, wo man dann überall als Spieler hingelotst wird. Das ist Pokémon-Mentalität und das finde ich nicht gut. So. Aber da wir jetzt die Bowlingkugel haben, können wir jetzt die Welt beherrschen. Das Spiel sagt, dass wir 88% aller Dinge gesehen haben. Und ich find's geil, dass wir hier so eine Musik haben. Okay, können wir den irgendwie befreien? Wir bewegen ihn besser nicht. Wieso nicht? Wir bewegen ihn besser nicht. Wir bewegen ihn besser nicht. Hallo? Grün, bist du in Ordnung? Wie? Ich glaube, es geht ihm gut. Können wir den irgendwie hier strafen? Besser nicht. Warum nicht? Parkplatz. Es ist abgeschlossen. Es ist wirklich dreckig. Können wir das irgendwie mit der Bowlingkugel malträtieren? Besser nicht. Schade. Was heißt denn hier besser nicht? Das wird doch voll lustig. Ich glaube, da haben sie Modelmörder 3. Modelmörder 3. Was ist denn mit dem Fluss? Können wir da mal das komische Wasser trinken und dann werden wir zu so einer richtig super. Maddie, jetzt geh schon endlich in den Keller. Sieht aus wie pürierter Hufeisendreck. Pürierter Hufeisendreck? Besser nicht. Können wir das trinken? Ich kann nicht riskieren, das anzufassen. Mama sagt, ich habe die Hände eines Pianisten. Na denn. Oh, ich glaube, das brauche ich auf CD fürs Auto. Oh. Achtung, das ist auch eine Idee.
Nee, das meine ich eigentlich nicht. Können wir telefonieren? Hilfe, Hilfe! Polizei! Keine Zeit dafür. Wieso nicht? Och, wir können zweimal das Geld holen. Na nee, ist ja nur der Vertrag. Wir müssen den Vertrag da drin lassen, damit ich ihn morgen nehmen und zur Hogi in die Vergangenheit schicken kann. Ja, das macht Sinn. Wow, aus meinem Lieblingsfilm. Und was ist hier? Kann ich die Tür aufmachen? Bestimmt nicht. Diese Tür ist wohl für ein gartenbaulicher Albtraum. Nimm Chuck die Pflanze mit! Die fasse ich nicht an, die hat Stacheln. Komm, ihr seid ein Supermonster. Warum redet eigentlich immer nur Bernhard? Ach, guck mal, hallo. Entschuldigt mal. Was wollt ihr? Dürften wir wohl den Hebel da umlegen? Keine Chance. Jetzt haut ab. Entschuldigt mal. Was wollt ihr? Vielleicht? Hinter euch, ein dreiköpfiger Affe. Der einzige dreiköpfige Affe steht hier, vor uns. Jetzt haut ab. Burn. Entschuldigt mal. Was wollt ihr? Könntet ihr uns etwas Chinesisches zu essen holen? Netter Versuch, klappt aber nicht. Jetzt haut ab. Jetzt kriege ich auch langsam Hunger. Naja, 10 Leute. Dann machen wir mal einen Strike, würde ich sagen, oder? Yeah! Ja, na. Yeah! Großartig, jetzt können wir die Maschine ausschalten und diesen ganzen Tentakelquatsch verhindern. Los! Beweg dich! Dreh doch. Ach, da ist der Dr. Fred, das habe ich gar nicht gesehen. Puh, hallo. Ich bin froh, dass das endlich vorbei ist. Jetzt lasst uns hier abhauen. Wollt ihr schon gehen? Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns kennenzulernen. Nein! Eure Anstrengungen sind so lächerlich. Haut ruhig ab, ihr kriechenden Insekten. Meine Schergen übernehmen die Welt, während wir hier reden. Können wir uns das schwarze Brett angucken? Zu tun. Nichts dazu tun. Wir kommen nicht dran. Ah. Wir reden mal mit Dr. Fred. Dr. Fred, sind Sie in Ordnung? Holt mich hier raus. Ich fühle mich, als wäre ich verpuppt. Können wir da irgendwie dran ziehen? Das hört sich nicht nach einer guten Idee an. Ihn öffnen? Es scheint nicht aufzugehen. Können wir ihn nehmen? Nicht mein Typ. Irgendwo hier. Na, ich drück mal Shift. Matschmaschine. Warnung. Der Abfall aus diesem Gerät ist hochgiftig und kann bei Genuss Illusionen hervorrufen. Ja, Illusion! Achtung! Ihr Menschlinge zählt einfach nicht! Also, ich habe schon so eine tendenzielle Idee, was wir hier machen müssen. Aber ich weiß nicht, wie man das machen kann. Haut ruhig ab, ihr kriechenden Insekten. Meine Schergen übernehmen die Welt, während wir hier reden. Hamstergenerator? Die menschliche Rasse ist dem Tode geweiht. Dr. Fred, sind Sie in Ordnung? Holt mich hier raus! Ich fühle mich, als wäre ich verpuppt. Hallo. Oh. Du bist ganz schön geschickt mit dem Ding. Immer genau ins Schwarze. Kleine Demonstration, gefällig? Ich wette, du kannst nicht mal deinen Kopf treffen. Netter Versuch. Also, was hast du gegen die Menschen? Menschen sind unsere Unterdrücker. Wir mussten in diesem schrecklichen Motel leben. Sie erschufen uns in einer Form, in der wir immer unterlegen sind. Versucht mal mit zusammengebundenen Beinen zu gehen, wenn ihr Klebstoff an den Füßen habt. Ja gut, Aber Menschen haben die Matschmaschine erfunden, die euch super intelligent gemacht hat. Blödsinn! Ich erfand sie und schickte sie durch die Zeit. Ich wusste, dass Fritz Ego sie für sich beanspruchen würde. Ist das gut für ein Paradoxon? Ja, eigentlich schon.
Das bereitet mir Kopfschmerzen. Richtig. Jetzt wisst ihr, warum ich Menschen hasse. Bist du wirklich aus der Zukunft? Ihr solltet sonst so genial sein und den Miniaturisierer erfinden. So, was haben wir denn hier? Erinnerst du dich an etwas, was noch nicht passiert ist? Natürlich! Kannst du uns ein paar Börsentipps geben? Investiert nicht in Schuhe! Werden die Sharks irgendwann nochmal gewinnen? Nein, aber die Tentakel tun es! Minus! Schaffen wir es, dich zu besiegen und die Welt zu retten? Natürlich nicht! Schade. Das ist echt schade. Bist du mehr oder weniger intelligent als der Purpur-Tentakel aus unserer Zeit? Genauso intelligent. Aber ich hatte 200 Jahre, um über alles nachzudenken. Nutzt dein Gehirn sich nicht irgendwie mal ab? Bist du sicher, dass du eine Zukunftsversion von Purpur-Tentakel bist? Ich sagte doch, ich war es. Wie kannst du Haare ohne Schuppen haben? Es war nicht leicht. Aber das Geheimnis machte mich sehr reich. Lass uns über deinen Hass den Menschen gegenüber reden. Was gibt es noch zu reden? Ich werde euch sowieso zerquetschen. Die Musik macht das alles noch ein bisschen besser. Ja? Ihr würdet es nicht verstehen. Nun. Lass uns über deinen Hass... Was gibt... Hört sich an, als hast du Dr. Fred. Ich glaube, da hast du recht. Ich hasse nicht alle Menschen, sondern nur Dr. Fred. Warum selbst du zur Abwechslung nicht einfach mal Fred? Vielleicht macht das ja Spaß. Ja, tu es, tu es. Genau hier hin. Bisschen über die Augen. So ist es richtig. Nein. Rede. Sicher. Boing. Wartet! Ihr habt nicht alles gehört. Ich komme zurück und das nächste Mal werden die Welt und alle ihre Einwohner mir gehören. Alles mir! Mir. Okay, kleiner Freund, schick das nach Sibirien. Dieser Hamster ist ein Held. Ja! Wir haben es geschafft. Und alles ist schön. Alles ist voller Blümchen. Unsere Arbeit ist getan. Jetzt können wir nach Hause. Epilog. Ich glaube, das sollte... Tja, Kinder, das war spaßiger als ein Anzug voller Wiesel. Jetzt seht aber zu, dass ihr aus meinem Haus kommt. Bitte, Dr. Fred, Sie müssen uns zurückverwandeln. Wir sehen schrecklich aus und wir können keine Kleider von der Stange kaufen. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Vielleicht können wir durch Talkshows ziehen. Helfen Sie uns, Dr. Edison. Sie sind unsere einzige Hoffnung. Oh, schon okay. Oha. Ja. Idioten. Es sieht so aus, als ob ihr nicht ganz die Attraktion seid, für die ihr euch haltet. Was? Ihr seid nur drei absolute Dummköpfe in einem großen Pullover. Aber sie haben die Welt gerettet.
Puh, bin ich froh, dass das erledigt ist. Sieht so aus, als wäre wieder alles in Ordnung. Bis auf die Musik. Die ist leider kaputt. Mal wieder. Aber so Trommelschläge sind ja auch ganz gut. Ja. Ah. Das war schön, oder? Also mir hat Spaß gemacht. Ich fand's sehr, sehr gut. Diese neue amerikanische Flagge hat ja auch was für sich. Eine ganz schöne Geschichte ist es ja geworden. Ja. Ich fand's damals sehr, sehr gut. Gehörte zur goldenen Ära, meiner Meinung nach, der Adventures. Ich werde jetzt in Zukunft noch ein paar mehr von diesen alten Adventures machen. Wie gesagt, der nächste Part wird natürlich dann Maniac Mansion sein. Das nächste Projekt machen wir Maniac Mansion. In der Hoffnung, dass man Maniac Mansion in der Remastered-Version hier auch wirklich durchspielen kann. Es gibt so viele Möglichkeiten, beziehungsweise, ja, man kann es immer durchspielen. Aber Maniac Mansion war auch so ein Spiel, wo man fürs Entdecken des Spiels an jeder Ecke bestraft wurde. Da hat man immer nur auf die Nase gekriegt, die ganze Zeit. Wenn man mal mit einem falschen Menschen geredet hat, zack, konntest du das Spiel nicht mehr durchspielen. Wenn du irgendwo in einem Raum warst, in einer kurzen Zeit nicht alles mitgenommen hast, was du hättest mitnehmen sollen, zack, konntest du das Spiel wieder nicht durchspielen. Das war nervig. Das war wirklich sehr, sehr nervig. Schon am Anfang des Spiels musstest du eigentlich schon... ich werde es euch später mal erklären. Also es ist ein bisschen komplizierter. Ich habe es ein paar Mal gemacht. Und ich glaube, wirklich durchgespielt habe ich es damals wirklich noch nie. Ich bin immer irgendwo hängen geblieben und konnte dann nicht mehr weitermachen, weil ich wieder irgendwas übersehen hatte. Ich hoffe mal, dass es jetzt besser läuft. Und vielleicht kriegt man ja hier noch ein paar sehr freundliche Hilfen, Tipps, wie man nicht stirbt. Ja, man kann tatsächlich die Leute auch umbringen da. Und wenn man die Leute umbringt, dann ist das ganze Inventar leer und dann kann man eigentlich das Spiel gar nicht mehr weiterspielen. Das finde ich sehr schade und gehört eigentlich nicht mit da rein. Und ja, würde ich sagen, unter diesen wunderschönen Trommelschlägen danke ich euch fürs Zusehen. Ihr habt mir wirklich, ja, ihr seid mir gute Unterstützer gewesen und ich hoffe mal, dass niemand gespoilert hat. Ja, wirklich nicht. Ich habe das Projekt noch nicht hochgeladen, jetzt wo ich es gerade aufnehme. Ich hatte so viel Bock, das zu spielen, dass ich es an einem Stück durchgespielt habe. Beziehungsweise zwei Stücke, aber ist ja auch jetzt nicht so wichtig. Gut, ich danke euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Macht das Beste draus, was auch immer das Beste für euch heute sein mag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und wir haben bestimmt nicht alle Achievements gemacht, ne? Das fehlt. So, Spiel laden. 86%, 91%. Ach. Tja. Irgendwas fehlt. Und ganz viele Achievements fehlen auch. Aber wir können ja... Hier, guck mal, die ganzen schönen Konzeptentwürfe. Ja, so sah das aus. So wollten sie es haben. Das muss wahrscheinlich auch eine ganz schöne Sache gewesen sein, das alles so gleich zu planen, dass du ein Haus hast, das auf drei verschiedene Arten eben erlebt werden kann. Stelle ich mir schon sehr schön vor. Naja. Also wenn ihr das euch alles nochmal geben wollt und vermutlich das besser durchspielen möchtet, als ich das getan habe, dann kann ich euch nur empfehlen, kauft euch das Spiel selber, es ist nicht teuer und im nächsten Steam Sale wird es vermutlich sowieso dann eben in relativ günstiger Art und Weise dann zu erwerben sein. Ja, also das ist eine Sache, die man auch gerne mal unterstützen kann, finde ich. Gut, dann würde ich sagen, macht's gut Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.